Hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Heute eine Spezialfolge und zwar über dieses Bänkchen. Und was es damit auf sich hat, das erfahren Sie nach dem Intro. Ja, heute vor einer Woche wurde hier um das Bänkchen rum die Wiese gemäht. Von der Feuerwehr, um die Gemeindearbeiter zu unterstützen. Und da gab es Ärger. Dieser Ärger habe ich ein bisschen recherchiert, weil man mich darauf angesprochen hat. Und es ist heute übrigens am 28. Juni, am Freitag, im Südkurier drinne. Und normalerweise bringe ich ja immer jede Story filmisch irgendwie über. Oder umgekehrt, ein Film zu einer Story. Hat auch schon funktioniert. Und ja, das ist was ganz Besonderes. Es geht um die Feuerwehr. Hier ist übrigens auf der Seite 21 heute drin ein Bericht über einen Zugausfall vom Mittwoch. Ich blende gerade mal das Video oben ein. Da habe ich nämlich ein Video dazu gemacht. Ja, das war auch eine Überlegung, wie kriege ich diese Zeitungsgeschichte filmisch zum YouTube-Zuschauer rüber. Und da ist mir dann mein Kollege Stefan Rahe eingefallen, der sehr viele Führerstandsvideos dreht oder gedreht hat. Der hat mehrere Kanäle. Und er war freundlicherweise dann halt gut gestellt und hat mir dann Führerstandvideo gestern rübergeschickt per WeTransfer. Und dann habe ich dann besprochen mit dem Nachrichtentext. Ja, Sie können es ja mal reingucken. Ich habe es oben eingeblendet. Ich tue es auch unten nochmal verlinken. Und eine Seite weiter, auf der Seite 22, da ist die Story drin. Und die lese ich Ihnen jetzt mal vor. So. Ist noch, ja, amüsant vielleicht für den einen oder anderen. Lärm durch Feuerwehr verärgert Bürgerin. Anwohnerin in Hochschür fühlt sich durch Mehrarbeiten um Sitzbank belästigt und verweist auf Ruhestörung nach 20 Uhr. In Hochschür kam es am vergangenen Freitag in der Waldstraße zu Unstimmigkeiten zwischen einer Anwohnerin und der örtlichen Feuerwehrabteilung. Einige derer Mitglieder unterstützten den Bauhof beim Rasenmähen. Die Anwohnerin fühlte sich dadurch in ihrer Ruhe gestört. Nach Mitteilung des Hochschürer Abteilungskommandanten Michael Dröse waren Angehörige der Feuerwehrabteilung vergangenen Freitag gegen 20.30 Uhr am Riegelhaltenweg unterwegs, um eine Sitzbank vom hohen Gras zu befreien. In der Regel ist dies die Aufgabe der Bauhofmitarbeiter, so Dröse. Da diese zurzeit jedoch genug Aufgaben zu erledigen hätten, habe sich die Feuerwehr für die gemeinnützige Arbeit angeboten und wollte den Platz um die Sitzbank am Riegelhaldenweg vom Gras befreien. Bei ihrer Arbeit trugen die Männer keine Uniform, sondern gewöhnliche Arbeitskleidung. Kaum hatten die Männer begonnen, hörten sie laute Rufe. Eine Anwohnerin der Waldstraße fühlte sich gestört, da die Feuerwehrleute eine halbe Stunde nach Beginn der Ruhezeit tätig geworden waren. Ich zeig sie an. Ich rufe die Polizei, kam die Frau auf die Männer zu und forderte sie auf, ihre Arbeit einzustellen.
Als Beweis für die Ruhestörung wollte die Frau die Männer fotografieren. Dies verweigerte der Abteilungskommandant aufgrund des Persönlichkeitsrechts. Die aufgebrachte Anwohnerin wusste nicht, dass die Männer der Feuerwehr angehörten und ehrenamtlich eine gemeinnützige Arbeit erledigten. Die Feuerwehrleute trugen, wie Dröse berichtet, Privatkleidung, um die Reinigung der Feuerwehrkleidung zu vermeiden. Beim Mähen mit dem Rasentrimmer werde die Kleidung stark verschmutzt. Eine Anzeige wegen Ruhestörung wird von seitens der Anwohnerin keine auf die Feuerwehr zukommen. Michael Dröse wird als Abteilungskommandant die Kameraden nochmals genauer über die Verordnung in Bezug auf Lärm informieren. Ja, und was in der Verordnung drinsteht, das habe ich natürlich in dem Bericht in einer Infobox auch noch aufgeführt. Gemeindeordnung. Laut Bauamt heißt es in der Gemeindeverordnung, dass an Werktagen von 20 bis 7 Uhr, an Sonn- und Feiertagen motorbetriebene Geräte wie zum Beispiel Rasenmäher oder Kreissägen ganztägig nicht betrieben werden dürfen. Zudem muss laut Polizeiverordnung der Gemeinde beachtet werden, dass Haus- und Gartenarbeiten, die geeignet sind, die Ruhe anderer zu stören, von 12 bis 14 Uhr nicht ausgeführt werden dürfen. Zu den Haus- und Gartenarbeiten gehören insbesondere der Betrieb von Bodenbearbeitungsgeräten mit Verbrennungsmotoren, von Rasenmähern, Laubsaugern und Häckslern, das Hämmern, Bohren, Sägen und Holzspalten, das Ausklopfen von Teppichen, Matratzen und Ähnlichem. So, jetzt wissen wir Bescheid. Also, ab 20 Uhr ist ruhig. Ich war eigentlich auch der Meinung, immer 22 Uhr. Aber das mit 22 Uhr, das hat eine andere Bedeutung. Ja, und dann ist so, diese Verordnungen sind von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. In diesem Sinn, wenn euch dieses Video gefallen hat, ich freue mich auf ein Däumchen nach oben. Sie haben übrigens die Möglichkeit, den Kanal Schwarzwald TV kostenfrei zu abonnieren. Einfach rechts unten aufs Logo klicken und die Glocke aktivieren, nicht vergessen. Dann werden Sie jedes Mal benachrichtigt, wenn ein neues Video oder Livestream online geht. In der Videobeschreibung habe ich immer die Links drin zu meinen Presseberichten, wenn es welche gibt. Und in diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Beitrag und tschüss.